Hier spricht Hausmeister Heinrich Bloch. Wir sind heute im Stadionbad von Hannover und in diesem Becken gehe ich regelmäßig baden. Ich bin schon als kleines Kind hierher zum Schwimmen gekommen. Doch wie funktioniert so ein großes Bad eigentlich? Heute gehe ich der Sache mal auf den Grund. Ich treffe mich mit jemandem, der sich so richtig gut auskennt, der mir das Stadionbad erklärt. Das hier unten, das sind Filteranlagen. Das sind Kiesfilteranlagen, die uns quasi in der ersten Stufe das Badewasser reinigen. Wir haben hinter uns, das werden wir uns nachher anschauen, noch eine Reihe von Aktivkohlefiltern. Das heißt, wir haben hier ein zweistufiges Filtersystem. Das Wasser wird desinfiziert zweierlei chemische Sorten, und zwar einmal durch Chlor. Und die andere Stufe ist eine Ozonreinigung unseres Wassers. Das ist also in der heutigen Zeit eine schöne Sache, dass man dadurch die Chlorwerte etwas geringer halten kann, weil Chlor hat ja auch eine reizende Wirkung und wir geben nur das an Chlor ins Wasser rein, was wir unbedingt vorhalten müssen. Jetzt stehen wir hier an einer ganz besonderen Ecke. Wo stehen wir denn hier jetzt genau? Also wir befinden uns jetzt genau unter unserem Schwimmerbecken. Über uns haben wir wirklich diesen Teil, der ca. 1,80 m, 2 Meter tief ist. Und hier in Höhe der 33 Meter Trennwand haben wir jetzt hier die Schräge und unmittelbar hinter dieser Wand befindet sich unser Sprungbecken mit einer Tiefe von 4,70 Meter, 4,80 Meter. Was war das hier denn nochmal, Herr Tilgner? Können Sie das nochmal kurz sagen? Das ist der komplette Bereich unserer Heizung hier. Also alles, was jetzt mit Wärme für unsere Schwimmhalle und auch das Brauchwasser, was da hinten an diesen Boilern erwärmt wird. Also das ist komplette Heizungstechnik. Im Anschluss daran da hinten ist die Lüftungstechnik, die Steuerung. Ja, das ist im Prinzip noch ein ziemlich alter Stand und teilweise schon abgängig. Es ist also geplant, dass dieses Jahr diese Anlage in weiten Teilen wirklich renoviert und saniert wird. Also man muss sagen, dass heute doch viel weniger Handarbeit hier stattfindet, ne? Also die Technik hat da schon was gebracht, dass vieles eben erleichtert wird auch. Aber wie gesagt, es wird immer wieder im Sinne der Sicherheit, wird nicht total darauf vertraut, sondern immer wieder gegenkontrolliert durch Personal. Ja, das ist auch gut so. Ja, also das war Tag des Wassers, 22.03.2011, live im Stadionbad, unterm Stadionbad, über uns 3 Millionen Liter Wasser, links Herr Tilgner, rechts die Heizungsrohre. Also ich weiß nicht, was man besser hätte machen können. Viel Spaß, tschüss.